Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons. Wir sind im 19. Sommer, im dritten Jahr. Mit etwas Glück schaffen wir heute den Sommer auf jeden Fall im Stream. Vielleicht in zwei Folgen. In zwei YouTube-Folgen denn dem Sommer. So, jetzt muss ich überlegen. Es scheint die Sonne. Ich habe Angst, dass meine Ernte kaputt ist. Weil ich noch weiß, dass ein Wirbelsturm war. Guten Morgen, Maika. Morgen findet auf dem Rosenplatz das Moon-Festival statt. Ziemlich aufregend, oder? Was hältst du davon? Ja, anmelden. Welche Kuh soll teilnehmen? Milka hätte eine gute Chance. Lucy. Nimm mal Milka. Okidoki. Geh mit. Geh mit, Milka. Aber komm wieder. Will ich gucken? Will ich wissen, wie meine Ernte aussieht? Auf jeden Fall ist mein Mais noch da. Was gut ist. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um meine Hühner. Ich traue mich einfach nicht zu gucken. Hey! Geben Sie mir mal. Ich habe Angst. Ich habe Angst, wirklich auf mein Feld zu gucken. Nee, war gar nicht der Wirbelsturm. Wir hatten im letzten Part, das weiß ich noch, wir hatten da so viele Wirbelstürme, dass ich echt gedacht habe, boah, ich krieg die Motten. Mir geht die ganze Ernte kaputt. Aber nein, es ist noch ein bisschen was da. Nicht gerade viel, aber ein bisschen was. Immerhin etwas. Aber wenn morgen der 20. Nee, es müsste erst am 21. glaube ich fertig werden. Ich glaube am 21. Wir sind glaube ich auch dabei, Mais zu ernten, der 4 hat. Nee, scheint aber nicht sehr gut zu sein, meine Ernte. Aber dafür werden wir jetzt erstmal richtig schön viel Hühnerfutter ansetzen. 1300, das reicht locker. Das reicht erstmal locker. Da können wir jetzt den restlichen Mais immer wieder verkaufen. Du solltest eigentlich auffüllen und nicht gießen. Was, jetzt macht sie schon schlapp? Was ist los? So, weil Milka ja weg ist, machen wir dich als erstes. Wir haben ja heute nur eine braune Kuh. Eine gute Lotte. Und die letzte Kuh. So. Ja, läuft doch ganz gut. Wir können auf jeden Fall nicht meckern. Es ist jetzt nicht so das Krasseste vom Ei. Aber was soll's. Mal sehen, wie schnell wir fertig werden. Aber was hatte ich gesagt? So in 2 Stunden schaffe ich so 7 Tage. 10. Schauen wir mal. Aber es wäre jetzt auch gar keine Tragödie, wenn wir im Prinzip den Herbst erst im nächsten Part anfangen. Beziehungsweise das den Sommer erst dann beenden und dann den Herbst anfangen. Hauptsache wir kommen weiter, würde ich mal sagen, oder? Hauptsache wir kommen ein wenig weiter.
dass aber auch die Milch einfach da so liegen bleibt. Junge. Was wollten wir machen? Butter oder Käse? Ich weiß das gar nicht mehr. Wir machen jetzt Butter. Oder war das der Käse? Nee, Butter. Hey Mina, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mal ein bisschen das Feld freiräumen. Hoppala. So. Ach, das ist ja jetzt hier vorne. So. 459. Morgen ist das Muku-Festival. Ich hoffe mal, dass jetzt heute echt mal... Oh, zu viel. Dass wir heute vielleicht wirklich mal einen Tag haben, wo es nicht so viel Wirbelstürme gibt. Weil das hat ja richtig reingehauen, die Wirbelstürme. Okay, ich kann die Butter nicht verkaufen. Hätte ja sein können. Ich müsste vielleicht auch noch meine restlichen Ananasfelder gießen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Das ist halt so ein bisschen beim letzten Mal, im letzten Part, wirklich sehr dumm gelaufen. Auch mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich hatte heute ein interessantes Gespräch mit meinem Professor. Ich bin also auf jeden Fall weitergekommen bei meiner Bachelorarbeit. Aber die ist halt noch lange nicht fertig. Aber ich bin gerade halt so ein bisschen so am Rumdümpeln, alles so. Irgendwie kriege ich gerade so ein bisschen wenig auf die Reihe. Aber sonst gut. Ich bin halt gesund. Mir war halt die letzten Tage jetzt so ein bisschen kalt. Darum habe ich immer jetzt Tee getrunken. Und heute war dann halt ein guter Tag, so gesehen. So, jetzt machen wir das auch hier fertig. Bringt auch Geld. Wenn ich die ganzen Sachen verkauft habe, dann bringt das mir auch Geld. Dass die Tiere so direkt hier so rumschlittern, das macht mich ein bisschen Sorge, aber okay. Da hinten ist noch einer. Vielleicht ist das das Kraut, was ich brauche. Nö. Dann gehen wir mal schnell noch unser Kraut verkaufen. Ich gehe vielleicht auch vorsichtshalber jetzt noch die Erntewichtel fragen, ob die mir helfen beim Gießen. Weil ich mir vorstellen könnte, also ich glaube nicht, dass morgen die Ernte fertig wird. Die wird wahrscheinlich am Dienstag, am Mittwoch fertig. Aber trotzdem kann man ja fragen. Sandras Mann wirkt immer so erschöpft, aber Sandra selbst kann nichts anhaben. Es muss harte Arbeit sein, eine Firma zu betreiben. Ich weiß, dass du noch nicht so begeistert bist. Danke, ich bin entzückt. Du machst aus dem Schinken eine regelrechte Kunstform. Das morgige Mu-Fest wird bestimmt Spaß machen. Vielleicht wird die Siegerkuh mich sogar zu einer Geschichte inspirieren. Maybe. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, wir haben schon wieder so viel Geld. Das ist voll gut. Vielen Dank. So. Jetzt werden erst nochmal ganz kurz die Erntewichtel bestochen. Wie sich das gehört. Mir fehlt so ein bisschen das da bei dem. Ich finde es auch komisch, dass Felder gießen.
dass es bei Twitch kein Story of Seasons mehr gibt. Also es gibt halt Story of Seasons Friends of Mineral Town. Aber es gibt kein Story, also es gibt Story of Seasons zwar schon, aber nicht mehr Friends of Mineral Town und ich verstehe das nicht. Wann haben die denn das rausgenommen? Das ist so seltsam, aber okay. Darum halt nicht verwundern, weil ich nur Story of Seasons eingegeben habe da als Kategorie. Haustiere. Tiere, das war's nicht. Naturgeister, okay. Blaubeere hat 6. Kürbis hat 7 schon, okay. Aqua hat sogar schon 8. Krass, krass. Irgendwann werde ich die schon alle kriegen. So im Nachhinein denke ich mir, hätte ich hier rein theoretisch, aber auch mit mit dem Pferd reiten können. Ne? Zu spät. Egal. Kriegen wir auch so hin. Dann gucken wir mal, was das Meer sagt. Ui, das ging jetzt aber flott. Juhu, sogar zwei große, also mittelgroße Fische. Also im Meer kann man gute mittelgroße Fische fangen. Ja, und ein paar kleine. Mina, was hast du denn heute so Schönes getrieben? Einfach mal ein bisschen Konversation machen. Also ich war heute, wie gesagt, irgendwie... Also ich habe ein bisschen was an meiner Bachelorarbeit gemacht. Ich habe gekocht. Und ja. Das war's dann auch schon. Vier mittelgroße Fische, okay. Ich finde den Teich so ein bisschen useless, muss ich gestehen. Auch im Wasser heute aber auf jeden Fall fleißig. Oh, scheint hier die Sonne. Hier kriegst du einen Apfel, mein Kind. Da freut sie sich. Dann kann ich mich jetzt erstmal um meine Ernte kümmern, um meine Kühe, um meine Tiere. Ich muss morgen wieder los. Nein, meine Batterieleistung lässt nach. Shit. Das ist uncool. Batterieleistung, das ist uncool. Toll, ich habe hier so viele Kabel, ich weiß gar nicht. Oh, gleich richtig gegriffen. Wird's geladen? Schauen wir mal. Hoffen wir einfach mal, dass meine Batterieleistung jetzt nicht aufgibt. 2 Stunden musst du noch durchhalten. Ah, okay. Am Montag schon. Oha. Und bist du sehr aufgeregt? Aber 1-2 Wochen geht ja noch. Ich mach mal hier die unteren. Kümmere mich denn um mein Pferd? Dann haben wir ein bisschen Zeit. Habe ich jetzt geläutet? Ja.
Weil du so aufgeregt warst oder warum? Ich meine, ins Krankenhaus zu gehen ist immer halt blöd. So schlimm. Zockt nicht schon wieder so aufeinander, ne? Oh, das war kacke. Dass du keinen Besuch haben musst. Dann nimm dir auf jeden Fall die Switch mit und nimm dir viel zu lesen mit. Weil ich ganz ehrlich, das Fernsehen bekommen ist scheiße. Am besten nimm dir so viel Ablenkung wie möglich mit. Und ich drück dir die Daumen, dass du eine nette Mitbewohnerin kriegst. Oder mit netten Mitbewohner, sagen wir es mal so. Vielleicht kriegst du ja irgendwie ein cooles so ins Zimmer. Könntet ihr nicht mal hier ranlassen? Ach, bestimmt. Man muss positiv denken. Und wie sieht's aus? Ja, er wird doch langsam. Vielleicht darfst du auch gar nicht daran denken, einfach. Vielleicht musst du dir am Wochenende noch so ein richtig schönes Wochenende gönnen. Vielleicht irgendwas Schönes mit deiner Mutti machen oder so. Dich ablenken. Ich bin so froh, dass du mitmachst. Ich kann es kaum erwarten, deine Kuh in Aktion zu sehen. Hey, nimmt eine Kuh von deiner Farm teil, Maika. Viel Glück, ich hoffe, du gewinnst. Ja. Ich hoffe, du gewinnst. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz durch, weil bei den meisten haben wir eh schon... Die sagen halt nichts Neues. Und unsere Kuh wird eh nicht gewinnen, sind wir mal ehrlich. Ja. Fang an. Aha. Ich verstehe. Ich finde, der Boden sieht ein bisschen aus wie bei Animal Crossing. Also unsere Kühe waren halt schon mal nicht Sieger. Ich glaube, du fehlst mir ja noch, ne? Du auf jeden Fall. Ich glaube, beim Doktor habe ich schon voll. Gehen wir einfach. Ja, ich kann noch nicht. Ich muss erst noch meine eine Kuh füttern. Genau, eine Kuh ist nämlich da noch drin. Wo ist sie denn da? Das ist das Schöne. Guck mal, da ist sie noch so ganz alleine. Und... Ach, nur sie. Die kann ich sogar noch per Hand füttern.
ohne dass da 1000 Leute da rumlaufen. So wie man sich das wünscht. Ihr geht hier von alleine rein. Gucken, ob hier jetzt auch alles gegossen ist. Ich bin für heute fertig. Ah, die sagen alle das Gleiche. Sehr schön. Hätte sein können, dass sie irgendwas Cooles sagen. Hoppala. Was war das denn? Ah. Morgen hat Kai Geburtstag. Und morgen scheint die Sonne. Und meine Ananas ist fertig. Oh Leute, wir werden so viel Geld machen. Money, money, money. Alles für mich. So richtig Money. Also hat das beim Taifun nichts ausgemacht, dass wir halt da nicht gegossen haben. Sehr schön. Ich hätte ganz gerne das Ei. Ja, Cash, Cash, Cash. Oh, ich bin so gespannt, wie viel das geben wird. So. Bevor wir aber uns dem Cash widmen, werde ich erst noch die Tiere versorgen. Weil ich würde ganz gern wissen, wie viel allein wirklich nur jetzt die Ananassaat bringt. So, das ist eine braune, das ist die andere braune. Also es würde, ich glaube, es lohnt sich wirklich schon eher, immer nur Käse herzustellen, statt die Butter, weil die Butter wir einfach nicht verkaufen können. Wozu habe ich die Butter? Na gut, man braucht Butter halt zum Kochen, aber ich glaube, mit mehr als die 5 brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt können wir einfach nur noch Käse herstellen. So ein Käse aber auch. Ja, habt ihr auch gehört, Ende März, Ende März, wie bin ich denn drauf? Ende September kommt ein Animal Crossing Update. Das heißt, wir werden, beziehungsweise ich werde dann ab und zu nochmal wieder Animal Crossing aufnehmen. Oh. Voll gut. Irgendwie in dem Video war irgendwie was mit Kürbisernten. Dass man sich ein Kürbisfeld errichten kann. Und natürlich wollen wir dann auch Halloween feiern, ohne Frage. Aber das ist ja dann alles im Oktober. Außerdem habe ich ja dann noch im Oktober Geburtstag. Das heißt, an dem Tag werden wir dann auch mal bei Animal Crossing reinschauen. War Käse, ne? Ich komme nicht an die Wolle ran! Muki! Gehen Sie! Lassen Sie sich nicht aufhalten! Was schätzt ihr? Wie viel werden wir wohl zusammenkriegen? Mit der ganzen Ananas hier. Schon deshalb, weil 5 Stück ja auch dennoch woanders hinkommen, ne? Also, wenn wir so einen 4er kriegen, werden die ja im Prinzip in den Kühlschrank gebracht. Ein 4er haben wir schon. Ihr könnt ja mal eure Schätzungen in den Chat schreiben. Eine gibt 500. Ne?
Also pro Ananas kriegen wir 500 G. Und ich habe 15 Felder. A9. Gebastelt. Also angepflanzt. Na, Skinner. Bist du fertig mit Pokémon spielen oder guckst du gerade einfach nur so rein? Ja, wahrscheinlich spielt er noch. Ja, das ist ja gerade. Ach, du bist durch für heute. Und hast du die Arena geschafft oder nicht geschafft? Skinner spielt nämlich gerade Nuzlocke Pokémon Alpha Rubin, Omega Rubin. Oder Alpha, nee, Alpha Saphir heißt das und Omega Rubin, ne? Ja, easy. Ein Tier, also ein Pokémon ist schon gestorben. Wegen Unfähigkeit. Skinner, ich würde deine Wunschspiele nächste Woche denn mal in Angriff nehmen. Ja, normal ist halt auch wirklich doof, weil du in einer Kampfarena nicht sehr viel zu sagen hast dann. Das sind drei. Hatte ich nicht noch irgendwo einen Vierer gesehen? Hier, 1, 2, 3, 4. So, was schätzt er? Wie viel werden wir kriegen? Ich bin gespannt. So. Glatte 63.000! Wuhu! Das heißt, wir können auf jeden Fall, würde ich jetzt diese komische... War das die Beere oder war das das Juwel, was wir bei Huang kaufen müssen? Oder haben wir das schon gekauft? Ich gehe gleich mal. Ich mache jetzt hier die eine Reihe und dann gehen wir mal gucken. Ja, ich habe ja auch gesagt, hier, ich mache immer jetzt nur noch 16 Felder, weil mehr Felder wären einfach zu viel. Wo ist mein Dings da? Weil ich will ja auch noch selber gießen. Ey, da blockieren die mir mein Pferd. Jetzt komme ich wahrscheinlich zu spät zum Strand. Und ja. Wir brauchen aber 10 Millionen. Soll ich denn die 10 Millionen zusammenkriegen? Okay, ich habe gehört, du hast morgen Geburtstag. Willkommen. Die haben wir schon geholt, geil. Haben wir schon. Oh yeah. Ja, aber die Ananas kann ich halt immer nur im Sommer ernten. Das ist halt so ein bisschen meh. Hallo, die Klinik ist Dings geschlossen. Guck mal, Oma, ich hab was für dich. Aber mit den Tieren denke ich, also es ist halt nur noch eine Zeitfrage. Wir werden halt dieses Jahr gemeinsam beenden und dann werde ich halt alleine weiterspielen und hoffen, so schnell wie möglich auf die 10 Millionen zu kommen. Ich habe ja jetzt immer nur noch zwei Sachen, die ich denn halt anpflanzen werde.
die so, wo ich denke, dass sie das meiste Geld bringen. Guck dir schon mein Geld an. Ich muss halt, ich spare halt auch dadurch jetzt noch Geld, weil wir halt nichts mehr verbessern müssen. Wir müssen an sich auch nichts mehr kaufen, außer halt immer noch die Saat. Und später dann, immer Samen für die Tiere, damit ich die weiter züchten kann. Weil die werden ja nicht ewig leben. Ne? Oh mein Gott. Guckt euch das an, wie viel das ist. 6 Stück habe ich schon. So, morgen hatte ich richtig gesagt, ne? Morgen hat Kai Geburtstag. Da ist nichts Besonderes. Und das Beste ist, mit etwas Glück können wir jetzt noch 2-mal Ananas abernten. Das heißt, das sind dann nochmal 63.000, 120.000, oh nee, 112.000. Ach, keine Ahnung. Ganz, ganz, ganz viel Geld. Feuerwerksfestival. Thomas und zack. ...5.000 an Tierprodukten. Ich weiß, wie es geht. Mein Kind ist auch groß geworden. Und der Mais ist fertig. Oh, geil. Das Gute ist, wir müssen auch erstmal gar keinen Mais ernten, beziehungsweise in die Mühle schmeißen. Wir haben über 1.000 Mais. Was interessiert mich das? Was interessiert mich da der Mais? Verkaufen wir einfach alles. Wir sind auch die schlechtesten ever Eltern ever, einfach weil wir lassen unser Kind einfach alleine zu Hause. Askina, ich weiß jetzt, was für ein nächstes Spiel ich mir bei dir wünsche, aber das dauert noch. Ich bin noch nicht mal bei den 10.000 angekommen. Was so ein bisschen sad ist. Aber sobald du ja gesund bist und wieder mehr streamst. Läuft das. Dann hätten wir das, 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 das. Noch ein paar Äpfel. Yay. Äpfel für mich. Oh Gott. Wir haben Post. Leute, wir haben Post. Du hast diese Trophäe verdient, weil du mindestens 100.000 in deinem Goldbeutel hast. Geldbeutel. Oh yeah. Ich bin rich, aber noch nicht rich genug. Um bei Wann weiter einkaufen zu gehen, brauche ich 1 Million, damit er mir so seine Schätze zeigt. Ne? Die ich mir ja zurzeit nicht leisten kann. Obwohl ich ganz gerne wissen würde, was er verkauft. Und 10 Millionen um Dings. Ich glaube, wir werden das Strandhaus niemals sehen. Ich glaube, ich werde... Nee, ich werde doch kein Video machen. Weil ich überlege gerade, wir brauchen so lange, um überhaupt 100.000 zusammenzukriegen. Und überhaupt um 1 Million zusammenzukriegen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das spielen soll. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich so lange überhaupt durchhalte. Hey Bienchen, schön, dass du da bist. Seku. Seku! Würden Sie bitte mal einen Schritt vorangehen? Das ist sehr nett. Dankeschön.
immer stehen die überall im Weg rum, die Kühe. Diese blöden Kühe. Ich glaube, ich lasse das mit dem Stranddings. Wir gucken uns einfach, ich suche einfach ein Bild raus. Ah, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Wie geht's dir denn? Pepe! Dass die überall im Weg rumstehen, ne? Das macht mich kirre. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Mit etwas Glück wird nächsten Monat mein 3DS repariert. Das heißt, dann können wir halt wieder 3DS-Spiele spielen. Ja! Den will ich Anfang Oktober einschicken. Und dann können wir weiter 3DS-Spiele spielen. Juhu. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Voll gut. Da freue ich mich schon drauf. Weil ich habe ja noch so das eine oder andere Spiel. Und sobald der 3DS repariert ist, will ich halt so auf ein paar Harvest Moon Spiele hinsparen. Damit wir die dann auch mal im Stream spielen können. Und natürlich für YouTube bringen können. Natürlich. Ich würde doch meine YouTube-Leute nicht vergessen. Du bist gerade etwas beschäftigt. Ja, dann übernimm dich mal nicht. Das ist das Falsche. Das hier. Falsch Milch. Wie etwas falsch Milch, aber sonst in Ordnung. Ich hoffe jetzt einfach, dass Kai auf Äpfel steht. Wo ist mein Pferd da? Die sind draußen, das ist sehr gut. Die sind draußen, das ist sehr gut. Dann können wir weiter. Echt? Ja, ich hätte ganz gern noch Story of Seasons oder Harvest Moon. Harvest Moon, schlag mich tot. Der Großbazar, muss ich mal gucken. Man guckt halt so selten, weil man nicht mehr so viel im E-Shop unterwegs ist, guckt man halt so selten in den E-Shop rein. Oh, ein Event. Also dann schlagen wir zu. Ja, klar. Probier das mal. Und das hier. Ja, ein Event. Nicht übel. Ja, oder? Ich will auch probieren. Oh, hey, Maika, willkommen. Grüß dich, Maika. Was ist hier los? Was? Denkst du etwa, es ist komisch, dass ich in Kais Café bin? Ich wurde eingeladen, also bin ich hierher gekommen. Jupp, ich möchte die Restaurantszene dieser Stadt besser kennenlernen. Und Gray ist der Einzige, den ich gut genug kenne, um ihn zu fragen. Also bitte ich ihn, dass er mein neues Menü probiert und mir dann sagt, was er davon hält. Ich habe keine Ahnung vom Kochen, aber ich erkenne gutes Essen und sein Essen ist gut. Danke, Mann. Dann hat sich die Sache ja ganze Sache gelohnt. Aber wenn ich zu lange hier bleibe, schimpft Opa wieder. Ich sollte mich wieder auf den Weg machen. Okay, und entschuldige, dass ich dich so lange aufgehalten habe. Ich weiß, du hast sehr viel zu tun. Bis später. Bis dann, Maika. Bis dann. Ich dachte, jetzt kriege ich irgendwie so eine Kampfszene, weil ja Kai sich immer an Pupui ranmacht. Gray ist ein guter Kerl. Wir verstehen uns wirklich gut. Wir unterhalten uns oft im Gasthaus. Das ist aber das erste Mal, dass er bei mir war. Na gut. Nochmal rein. Wow, danke. Ich bin überrascht, dass du überhaupt wusstest, in welcher Jahreszeit ich geboren wurde. Du bist so cool. Ich weiß, ich bin die Beste. Ich nehme die Spaghetti Bolognese. Nicht so krass geil das Essen, wie wenn ich das Menü nehme. Bei Duke. Nicht Duke, Duck, Entschuldigung. Dann guten Hunger. Da
Oh, ein kleiner Fisch. Was soll ich denn mit einem kleinen Fisch? Ich will einen großen Fisch. Ja, super, ein Ast. Da freut die sich noch. Da freut die sich einen Ast ab. Noch ein kleiner Fisch. Na? Komm schon. Komm schon. Yeah, noch ein mittelgroßer Fisch. Irgendwie fehlt die Musik am Strand. Wo ist die gute Musik? Und noch ein kleiner Fisch. Jetzt muss ich noch mein Pferd suchen. Ach da. Und ich reite wie geschwind im Sausewind los. Der Dude war, glaube ich, noch gar nicht da, ne? Der kommt ja erst um 17 Uhr. Nee, das möchte ich gerade nicht. Ich möchte den hier. Ha! Cool. Ja, okay, heute werden wir wahrscheinlich nicht so viel krasses Geld gemacht haben, weil Ananas bringt jetzt auch nicht so viel. Aha. Gehen wir nochmal eine Runde schwimmen? Jetzt, wo wir doch das Badezimmer haben, wir benutzen das Badezimmer viel zu selten. Aber wir sind happy. So, du kannst jetzt bis zum Rest des Monats drin bleiben. Feuerwerk. Okay. Ich werde halt die Tage so ein bisschen radikal abkürzen. Ich werde jetzt nicht jedes Mal bis zum Abend, bis irgendwas ist, sondern sag, okay, bis zu dem Punkt machen wir und dann reicht das auch. Ja, wir treffen uns an der Feuerstelle. Anglerstelle. An der Feuerstelle, wie bin ich denn drauf? Wir treffen uns an einer Feuerstelle, um dann Feuer zu machen. Ihr kennt das Prozedere. Zuerst mal uns wieder um unsere Tiere kümmern. Ich sag's mal so, wir machen halt nicht so extrem viel. Es ist halt das Alltägliche, aber das ist halt so das Typische bei diesen Harvest Moon Spielen. Ich finde, wie gesagt, das habe ich schon öfters erzählt, dass ich es wirklich schade finde. Jetzt geh doch mal von dem Ei weg! Danke. Dass ich schade finde, dass wir halt, ich mache jetzt noch einen Huhn. Dass es keine Rivalen-Events an sich gibt. Mir fehlt so ein bisschen die Hochzeiten. Die fand ich halt immer so schön. Und ich fand das auch so schön, seit Harvest Moon halt diese Hochzeitskleider mit eingefügt hat, weil nicht jedes Harvest Moon Spiel hat ein Hochzeitskleid. Ne, das muss man dazu sagen. Es gab, glaube ich, auch Harvest Moon Spiele, da hat man einfach so in den Klamotten geheiratet, die man gerade anhatte. Und die hätten mich halt, würden mich halt noch die Hochzeitskleider von den anderen Mädels halt auch interessieren. Ich hätte mir auch gewünscht halt für so ein Remake, dass sie da so die Geschichte zwischen Kai und Bupuri irgendwie ein bisschen ausbauen. Weil irgendwann bei Harvest Moon Back to Nature ist es ja so, im zweiten Jahr, wenn man sie halt nicht geheiratet hat im zweiten Jahr, kamen ja dann so die Rivalen-Events mit Kai und irgendwann Ende des Sommers kommt dann Popuri und sagt, hier, ich bin denn weg. Ich gehe mit Kai mit, bitte sag's meinem Bruder nicht. Und dann kommt Rick und sagt, hey, hast du meine Schwester gesehen? Dann konnte man halt entscheiden, verpfeifst du Popuri, dann bleibt die natürlich in der Stadt.
Oder du sagst halt nichts, dann geht die halt mit Kai weg und dann sind die halt verheiratet, so gesehen, in dem Sinne. Und das hätte ich mir vielleicht noch so ein bisschen ausgebaut, dass man das so gewünscht, dass sie das noch ein bisschen ausbauen. Das wäre sehr cool gewesen. So, die Kühe. Oh, die Dings haben wieder. Guck mal. Die Lamas und so. Die haben alle Fell bekommen. Geil. Jetzt sind sie wieder voll wuschelig. Ach komm, das kann nicht euer Ernst sein. So, dann gehe ich mal hier von hinten. Seko brauche ich nämlich noch. Jetzt sind sie wieder alle voll kuschelig und wuschelig und die können nichts gucken. Guckt euch das an. Die sehen ja gar nichts. Die Armen. Über und über mit Fell hier. Aber süß. Aber super süß. Super sweet sind sie. Wieso habe ich so viel Energie noch übrig? Ah, weil ich die noch nicht geschert und so gehabt, ne? Ich muss sie ja auch noch alle melken. Aber gegossen habe ich, oder? Ich denke schon. Mir kommt das irgendwie so vor, dass ich noch so viel Energie habe. Das ist krass. Kommt schon, Leute, macht mich nicht schwach. Habe ich jetzt meine normalen Kühe? Ach, jetzt wo man so eine Kaffeekuh hat und auch eine Erdbeerkuh und so, kommen mir so die normalen Kühe, also in Anführungsstrichen normalen Kühe, irgendwie langweilig vor. Da will man doch schon irgendwie ein bisschen mehr. Ich muss mal gucken, wann das nächste Harvest Moon rauskommt. Es soll ein Harvest Moon rauskommen. Das heißt One World. Und es soll halt nicht so extrem schlecht sein. Die Grafik soll auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser sein. Also nicht so ganz so Käse. Da müsste man mal aber mal gucken. Soll dann aber für die PlayStation halt sein, ne? Muss man dazu sagen. Was kommt denn für die PlayStation? Ich glaube noch PlayStation 4. Soll diesen Herbst rauskommen. Aber Herbst ist immer so ein schwammiger Begriff. Das ist so. Der Artikel wird so, beziehungsweise wenn man irgendwo mal so einen Techniker holt oder so, ja, da wird so zwischen 8 und 16 Uhr bei Ihnen sein. Genauso so eine Aussage ist das. Kommt im Herbst raus. Ich warte ja auch noch die ganze Zeit auf den Erweiterungspass von Pokémon. Irgendwie so Krone der Schneelande oder so heißt das. Und da heißt es auch, soll im Herbst kommen. Also das ist so... Okay. Dann kommt es halt irgendwann im Herbst. Also Mai ist auch durch. Ich muss nur noch Mugi. Ich glaube, ich schreibe mir das jetzt mal auf. Hat der irgendwo ein Stück? Also, Mugi. Wen haben wir noch? Okay. Echt, Mana müssen wir auch noch beschenken. Basil. Anna. Ey, du hast meine Schwester. Hab ich das schon mal erwähnt? Paris? Ellen? You? Ach, du lieber Lange. Doch noch so viel. Ich dachte nicht, dass das so viel sind. Kater?
Aber mit den meisten spricht man halt so selten. Natürlich Kai. Wang. Bon Vivant ist halt schwierig. Ich weiß nicht, wann ich dem was schenken soll. Kappa, der kriegt aber, der braucht ja Dings. Wann? Lu? Ich weiß auch nicht mal, was ich der schenken soll. Wenn ihr wisst, was ich der schenken kann, dann sagt's mir bitte. Und das war's ja. Und Miu. Miu ist aber halt so. Miu ist mein Kind, das zählt nicht. Mein Kind, ich möchte ihm das beste Leben in Mineralstadt bieten. Können ja noch zu Wang. Mag der vielleicht dieses Oniri? Gucken wir mal. Mag der vielleicht so diese Onigiri? Muss ich meinen noch? Nee. Ich versuche auch immer noch mal ein paar so Events zu triggern, aber das ist gar nicht so einfach. Weil die Frage ist, wann kommen denn da mal Events? Duke, du bist aber auch immer sehr schwierig zu kriegen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Du bist auch so ein Charakter, den man so sehr schlecht findet. Der treibt sich immer irgendwo rum. Nur keiner weiß wo. Ich könnte jetzt auch was essen. So, hier müsste ja Wang sein. Ich weiß, der mag eigentlich Äpfel. Danke vielmals. Aber das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Aber ich finde schön, dass diese manche Leute. Ah, da habe ich schon meine 15. Habe ich auch meine 16 und dich interessiert mich gar nicht. Dass sie immer so manche Sachen so ein bisschen aufgegriffen haben, weil Gott zum Beispiel, der erzählt ja einem auch, dass der Bienentyp aus Back to Nature, dass der ja auch einfach mal ein Schmetterling gefolgt ist und dann nie wieder aufgetaucht ist. Okay, der nimmt auf jeden Fall ganz gerne Brot. Kühlschrank. Ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn ich jetzt hier irgendwie noch so ein Rezept hätte gefunden hätte, aber okay. Dann halt kein Rezept für mich. Auch in Ordnung. Verdammt. Immer haut das Drecksvieh ab. Also mit der Mithril-Axt finde ich Holzhacken wesentlich einfacher. Einfach mal ganz kurz auf 5 hochladen und schwupps ist das Ding gegessen. Ah, noch Blümchen. Sehr schön. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Kann nicht schaden. Wer weiß, vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen, dem wir noch das Blümchen aufs Auge drücken können. Hier hinten noch irgendwas? Eine Weintraube. Auch meins. Alles meins. Ich habe auch schon voll vergessen, wo ich die Dings her habe, ne? Die Kraftbeeren. Weil manche fehlen mir ja noch. Ich weiß, da war noch ein Blümchen, aber so genau kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Verdammt! Ich komme hier nicht weg. Hätte so gut werden können. Aber okay. Dann halt nicht. Dann halt erst morgen.
Oder übermorgen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ist das Feuerfest, also ist das Feuerwerkfestival, ist das ein richtiger, ein richtiger Tag? Aufnahme läuft noch. Aufnahme läuft noch. OBS hat sich mal wieder verabschiedet. Ich bin sehr glücklich darüber. Nicht. Aber okay, kann man jetzt nicht machen. Es ist halt technischer Kram. Technikprobleme. Keine Ahnung. Ich muss mal ganz kurz was reinschreiben. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber gucken wir. Doch. Funktioniert so. Es funktioniert noch. Ich bin anscheinend nicht wirklich rausgeflogen. Habe ich Olaf schon gegrüßt? Aber so haben wir jetzt auch ein bisschen noch Zeit rumgekriegt, weil ich ja im Prinzip mich nicht bewegt habe. Sorry. Aber ist das jetzt unser zweites Feuerwerkfestival mit ihm? Ich frage mich, ob das Kind dabei ist. Das wäre ja cool, wenn sie das Kind jetzt halt auch mit einbauen und sagen, okay, das Kind ist jetzt halt alt genug. Das kann ruhig mit. Oder ob die sagen, nee, das Kind bleibt zu Hause. Hier wird bereits ein Ei ausgebrütet. Ich kann kaum erwarten, bis es schlüpft. Und was ist das? Zuchtkiste. Ach, für die Hasen. Ich war jetzt gerade. Ich dachte, was für eine Zuchtkiste. Die Eier werden noch ausgebrütet. Ja, die Eier schon, aber nicht die Karnickel. Ich kann ja auch Karnickel züchten. Jetzt war ich ein bisschen durch. Jetzt war ich so minimal so durch. Ja. Läuft. Da fällt mir ein, wir brauchen jetzt aber auch gleich noch einen Namen für das Hühnchen, ne? Ah, hinten. Da hinten. Komm doch mal ran. Hier geblieben. Dankeschön. Boah, aber wie viel Gras sich jetzt schon wieder so angepflanzt hat. Können wir auf jeden Fall dann im Herbst so ein bisschen was abmähen, damit wir dann für den Winter noch ein bisschen was haben. Ich werde halt nicht alles wegmähen, aber so ein bisschen die Hälfte vielleicht so. Dann kann halt ist genug da, damit es im Frühling noch mal neu wachsen kann. Aber vielleicht gucke ich auch einfach im Internet nach, so Story of Seasons schnell Geld machen. Und wehe, da steht jetzt irgendwas von wegen, ja, Tiere. Denn heulig. Jetzt weiß ich nicht, welche Kühe ich schon gemacht habe. Ich weiß, die Erdbeerkühe habe ich gemacht.
So, wir gucken jetzt mal bei den Tieren, weil ich habe echt vergessen, wen ich jetzt schon gebürstet habe und wen nicht. Also die Milka-Kühe sind, also die Kaffeekühe sind fertig, die Erdbeerkühe sind fertig. Wo ist Lotte? Lucy, Mathilde, Seku. Okay, ich habe alle. Ich muss jetzt nur noch abmelken. So. Eine Mu, eine Me. Eine Tete. Na gut, Weihnachten haben wir noch nicht. Noch nicht. Dam, dam, dam. Kommt aber noch. Ach komm schon, muss heute noch bis. Wie lange muss die noch machen? Bis 18 Uhr? Komm schon. Bis 18 Uhr, Mensch. Würden Sie bitte mal kurz vor dem von der Maschine weglaufen? Nee, falsche Richtung. Dann halt so. Da ich leider nicht weiß, ich vergesse das immer. Ich weiß nicht, ob das Feuerwerkfestival wirklich als Feiertag zählt und ob Zack überhaupt kommt. Aber mir ist aufgefallen, das habe ich jetzt schon bei anderen gesehen, dass die, obwohl ein Festivaltag ist, trotzdem ihre Ernte reinschmeißen und die trotzdem Geld bekommen. Aber der sagt doch, dass er doch gar nicht, wenn Festival ist, dass er doch gar nicht, dass er gar nicht abholt. Wie können die denn trotzdem Geld bekommen? Das verwirrt mich halt zutiefst. Da ist ja das Spiel denn super inkonsequent, was das angeht. Mal ein bisschen sauber machen. Ah, da oben ist noch. So, wir haben jetzt 14 Uhr, ne? Weil der verschwindet ja auch nicht. Um 18 Uhr, okay. Dann würde ich mich jetzt einfach zur heißen Quelle begeben, damit ich denn morgen schön ausgeruht. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe die Tiere nicht rausgeholt. Warum sagt ihr nichts? So, kommt raus, ihr Süßen. Ihr könnt jetzt noch 5 Stunden draußen rumgurken. Um Gottes Willen. Aber gut, die brauchen jetzt halt auch nicht so lange, um zu fressen. Die sind ja relativ fix, was das angeht. Mein Kater macht wieder richtig Terror da draußen. Terrormiete! Im Angriffsmodus. Hier. So. Boah, Stadtwinter wird echt hart. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja das mal in die Kommentare schreiben und oder auch bei Discord oder Twitch oder wo auch immer. Ob ich privat noch weiterspielen soll, bis wir die Stadtvilla haben und dann ein Video machen soll, damit ihr denn sehen könnt, wie die Stadtvilla aussieht, oder ob ihr sagt, okay, ich google das einfach im Internet, ne? Weil ich bin mir gerade echt super unsicher, ob ich das überhaupt machen soll, weil erstens 10 Millionen zusammenzukriegen ist schon ziemlich heftig. Wenn man überlegt, wir. Gut, wir haben zwar jetzt gar keine Ausgaben und nur noch einfach Einnahmen. Das Einzige, was wir jetzt ausgeben, sind manchmal halt so Geschenke vielleicht. Und auch das Pferderennen. Aber das Pferderennen würde ich ja auch nur noch dann ausgeben, bis ich genug habe,
um das Juwel der Wahrheit und auch um die Kraftbeere zu holen. Aber sonst ja gar nicht. Guck mal, wir könnten, Schatzi, wir könnten gleich denn hier in meinem Haus pennen, was ich habe. Schlupp. Okay, das Kind ist nicht dabei. Wissen wir Bescheid. Das Kind ist nicht dabei. Hätte ja sein können, dass es dabei ist. Ist ja in Ordnung, Controller. Da vibriert es einfach. Da vibriert der Controller. Ich will irgendwann ein Werk erschaffen, das die Emotion ausdrückt, dass ich heute, das, die ich heute Nacht erfunden habe. Feuerwerk vom Strand aus zu beachten, ist einfach das Beste. Ja, ist einfach cool. Und wieso kann es denn nicht einfach regnen gerade? Heute hat der Bürgermeister Geburtstag. Da müssen wir dem was schenken. Der kriegt ein Blümchen von uns. Ah, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Das probieren wir gleich mal aus. Ich habe die Idee. Vielleicht ist das bei Lou so, ich schenke der ja einfach immer nur so Lebensmittel. Vielleicht soll man der aber keine Lebensmittel schenken, sondern Gerichte. Dass die erst dann darauf auf einspringt und sagt, okay, ich gebe dir dieses Rezept, weil du mir dieses leckere Essen gekocht hast. Dass es vielleicht daran liegt, dass ich dann halt von der dann erst Rezepte kriege, wenn sie merkt, hey, du kochst ja, wie cool ist das denn? Ne, das probieren wir mal aus. Weil heute ist ja eh Sonntag. Dann kann ich ja gleich, nachdem ich meine Farm fertig gemacht habe, dem Bürgermeister gratulieren. Und dann gehen wir die Lou besuchen. Und die Lou ist ja im Gasthaus. Ne? Gucken wir mal, ob wir nicht irgendwie ein Rosinenbrot oder sowas machen können. Das habe ich oder jetzt kann. Skinner, bist du noch da? Obwohl, das kann ich nachher auch machen. Wir haben am 21. ne? Ah, wir können nur noch einmal. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir vielleicht noch zweimal Ananas ernten können, aber leider nur einmal. Weil jetzt, wenn sie am 26. kommen, dann hat die 5 Tage gebraucht. Und der Monat hat leider nur 30. Was ein bisschen schade ist. Wo ist mein Pferd? Da unten. Pferdi! Ist das denn ernst? Komm her hier. Böses Pferd. Pfui, Deibel und aus. Also wirklich. Ich verziehe mich einfach in die hinterste Ecke vom Stall, weil ich keinen Bock auf die Kühe habe. Und meine Alpakas gefühlt irgendwie viel zu stiefmütterlich behandelt werden. Obwohl, mehr als reden und die Bürsten kann ich eh nicht.
Ihr hockt da gerade sehr ungünstig, Leute. Falls ihr das euch noch nicht aufgefallen ist. Wie soll ich denn da bitte schon an dieses eine Alpaka rankommen? Ah, jetzt bewegen sie sich. Oh mein Gott, sie bewegen sich. Die Herde ist in Bewegung. Es gab ja mal so ein... ach Gott, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Aber es gab ja auch mal so einen Zeichentrickfilm von Disney mit so drei Kühen. Da hat Hella von Sinn ja diese eine Kuh gesprochen. Ich fand den Film jetzt eigentlich ganz gut gemacht. War schon sehr witzig. Weil diese Kühe halt auch so richtig so unterschiedlich waren. Die eine war so voll gechillt und so und meint, ja, lass uns singen und froh sein. Und die andere war total streng und achtete auf die Regeln. Und die andere Kuh dann so voll extrovertiert und ja, ich bin die Superkuh. Die hatten halt auch alle unterschiedliche Staturen. Die eine war so ein bisschen schmächtiger, die andere eher klein, mit einem Hütchen auf. Und die andere war so richtig puff. So wie man sich so eine richtige Kuh vorstellt. Mir fehlt noch eine Erdbeerkuh. Ich habe gesagt, mir fehlt noch eine Erdbeerkuh. Jetzt lasst mich noch an die Käsemaschine. Nein! Doch, ich komme noch an. Ich komme noch an die Käsemaschine. Oh, lass mich raus. Riecht ja Beklemmung. In dem Ganzen. Darf ich? Mal gucken, was wir kochen können. Also das wäre jetzt so meine... Klopf, klopf. Hey, Maike, bereite uns bitte etwas Leckeres zu. Bitte was? Wer ist wir? Bitte entschuldige die Störung. Ja, tut mir leid, dass ich so hereinplatze, aber ich habe gehört, dass du toll kochen kannst und ich hatte gehofft, dass du mir vielleicht etwas zubereitest. Sonst noch Wünsche? Dürfte ich auch darum bitten, dass du mir etwas kochst? Mir auch bitte, ich sterbe vor Hunger. Wo kommen die denn alle her? Das wird ein fantastisches Essen, ganz sicher. Also ja, Überraschung, die ganze Bande ist hier. Ist es okay, da, wenn wir uns an deinen Tisch setzen? Oh, und es wäre toll, wenn du alle erst fragen würdest, was sie gern hätten. Absolut. Sobald du mit einem Gericht fertig bist, bring es einfach her. Du musst nicht erst alles fertig haben, bevor du es servierst. Du bist sicher gut im Kochen, aber das hier ist ein besonderer Anlass. Bitte komm unseren Wünschen nach. Also dann, ich weiß, das ist viel verlangt, aber... Könntest du uns allen vielleicht etwas zubereiten? Ich bin mir sicher, dass du dazu in der Lage bist. Die Stimmen der Geister haben zu mir gesprochen und gesagt, dass du alles schaffen kannst. Komm sofort. Juhu! Wir warten dann hier am Tisch. Ja, wir werden geduldig warten. Naja, die meisten von uns. Oh, leg bitte ab, was du gerade hältst, bevor du unsere Bestellung aufnimmst. Hurra, wir werden warten. Ich bin mir sicher, dass deine Fähigkeiten genauso außergewöhnlich sind wie Gemundwölfe. Die macht mich wahnsinnig. Jetzt soll ich hier auch noch kochen. Ich kann mich noch nicht mal bewegen. Okay, worauf habe ich Lust? Ah, ich glaube, ich hätte ganz gerne Sashimi. Okay, kann ich vorher noch mitschauen? Ich habe aber keinen Fisch, du Schnüpfer. Was hast du vor? Ich habe keinen Fisch. Ich hätte gern Salat, bitte. Na gut, Salat kann ich machen. Mayonnaise. Habe ich nicht. Ja, Rezept für Salat habe ich auch nicht. Okay, Tiefdeutschland. Ah, Pfannkuchen. Kann ich Pfannkuchen machen? Ich kann gar nichts von dem machen, was die wollen. Okay, ihr drei seid schon mal... Fruchtsmoothie kriege ich doch bestimmt hin. Fruchtsmoothie.
Milch und Fruchtsaft. Ich habe keine Milch. Ja, okay, das hat sich dann auch erledigt. Ich habe heute Lust auf ein Eier-Benedikt. Oh nein! Gekochtes Ei. Kann ich hier kein gekochtes Ei einfach machen? Ich habe das alles nicht. Wo hätte ich denn das hernehmen sollen? Ich meine, ich habe auch keine... Ich kann nichts von dem machen, was sie wollen. Kürbissuppe. Ich habe keinen Kürbis. Bis dann. Ah, okay. Okay. Ich bin gerade nur minimal überfordert. Okay, weil die dachten, die haben mich jetzt überrumpelt. Wollen sie es jetzt? Sind sie gegangen? Okay. Wo ist mein Pferd? Da hinten. Ich habe mich jetzt aber wirklich so ein bisschen überrumpelt gefühlt, weil ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte es nicht schlimm gefunden, die zu bekochen. Das nicht, aber ohne Witz, ich habe keine großen Fische und so und was hätte ich denn machen sollen? Ist der Bürgermeister hier? Bürgermeister, wo steckst du? Gucken wir mal kurz hier. Ab und zu ist er da. Hat mich das jetzt eigentlich bei denen irgendwie so Freundschaft gekostet? Nee. Putzen ist mein Leben. Boah, also das sieht ja zum Fingerschlecken gut aus. Oh, das kriege ich. Ich werde jeden einzelnen Bissen genießen. Da kannst du Gift drauf nehmen. Sehr verbunden. Was brauchst du? Brauchst du was von mir? Kriege ich erst Rezepte, wenn ich bei der irgendwie mehr Herzen habe? Ich verstehe diese Frau nicht. Was ist nur los mit der? Der Bürgermeister wird wahrscheinlich bei sich zu Hause sein. Vor einigen Jahren habe ich mein Zuhause mit einem Gentleman namens Kano geteilt. Er war ein Fotograf, weißt du. Er hat leidenschaftlich gerne Fotos von Mineralstadt gemacht. Aber eines Tages bin ich nach Hause gekommen und er war fort. Er hat nur einen Brief zurückgelassen. Ich frage mich, wo er jetzt wohl ist. Ah, Maika, ich hatte das über all meine bürgermeisterlichen Pflichten total vergessen. Danke, dass du mich daran erinnert hast, dass heute mein Geburtstag ist und noch dazu mit so einem hübschen Geschenk. Am Nachmittag versammelt sich... Ah, der kann nur über Pflanzen reden. Muss ich Quay auch noch was schenken? Ja, ne? Ich bin der Meinung, die hätte ich auch geschrieben. Okay, wenn die Frau nicht zu Hause ist, wird zugemacht. Okay, ich verstehe schon. Aber wo steckt der Typ denn? Also wenn man ja, wenn er ja nicht da ist. Seltsam. So, sagt was sagt eigentlich meine Angel? Plus? Hm. Immer noch Kupfer. Dann angeln wir noch mal ein bisschen.
Der Bürgermeister hatte, glaube ich, ne? Ah, das finde ich irgendwie komisch von, der Mogi hat nur noch einen. Da fehlt nur einer. Ich finde das irgendwie komisch. Also ich hatte im Internet gelesen, von der Lu kriegt man halt auch Rezepte. Weil wir jetzt halt keine neuen Rezepte mehr durch den Fernseher bekommen. Aber die Frage ist, wie kriegt man von der denn neue Rezepte? Das ist ja seltsam. Dann halt nicht. Schnell, 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 schnell. Wo ist unser Kind? Da. Ah! Ah, da freut es sich. Voll süß. Okay, wir haben gratuliert. Morgen ist bis zum 29. gar nichts. Am 29. hat Zack Geburtstag. Dann gehen wir mal ins Bett. Ich habe keine Lust zum Angeln. Ich finde Angeln so ein bisschen langweilig. Ah, Tierprodukte. 5600, das ist voll gut, wenn man mal überlegt. Das ist aber auch der Käse und der ganzen Milch und so, ne? Ist schon krass. Ich denke, es ist Zeit für die Geburt. Oh mein Gott, wir brauchen noch einen Namen für ein Küken. Leute, ich brauche einen Namen für ein Küken. Ein Küken wurde geboren. Ich sollte ihm einen Namen geben. Er darf bis zu 8 Buchstaben haben. Wie wollen wir unser Küken nennen? Habt ihr Vorschläge? Immer ran damit. Und ich sehe, dass Leute im Chat sind. Also kommt schon, Leute. Ich brauche einen Namen. Sonst wird es so ein typisches Huhn-Namen von mir. Okay. Ach, nicht eins. Ich nenne meinen Huhn nie eins. Sondern ich nenne sie immer traditionell als erstes Tweety. Tweety! Meine Familie ist gewachsen. Ich muss weiter so hart arbeiten. Es ist ein braunes Huhn geworden. Ah, geil. Es ist ein braunes Huhn geworden. Und da scheint wieder die Sonne. Gut, ich würde jetzt hier abspeichern. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Oder mal einen netten Kommentar. Und bis dahin sage ich Dankeschön. Ich mache das einfach nochmal, weil es so schön war. Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und so. Bye, bye.